Dum dum da, seid gegrüßt, Jumi. Hallo Erntegöttin und hallo, ich habe hier was im Auge. Und hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons 9, Harvest Moon, eine Welt. Ich bin froh, dich zu treffen. Ich habe zufällig eine kleine Bitte. Es ist nämlich so, einmal im Jahr treffen sich die Erntewichtel und die Erntegeister zu einem großen Fest. Die Leute kommen sogar von weit her, um sich die Feldfrüchte der anderen anzusehen. Das klingt doch nach einem Riesenspaß, oder? Klar tut es das. Deshalb möchte ich, dass auch du an den Feierlichkeiten teilnimmst. Das würdest du doch für mich tun, nicht wahr, Yumi? Natürlich erwarte ich nicht, dass du ganz allein teilnimmst. Deshalb habe ich den lieben alten Professor aus Salmiakki gebeten, dir zu helfen. Eine wunderbare Idee, findest du nicht, Erntegöttin? Du hast dich mal wieder, du hast es mal wieder geschafft. Sie ist gerade richtig happy mit sich selbst, ne? Dann gibst du jetzt unbedingt dein Bestes, Yumi, okay? What? Also, was soll ich denn tun? Was ist? Hab ich hier einen Auftrag? Nee, hab ich hier irgendwie ein Fest? Das Rennen ist bald? Ich hab keine Ahnung. Nee, das war ja hier. Was ist das? Das Blütenfest? Ich weiß nicht genau, was jetzt die Erntegöttin von mir verlangt. Ich bin sehr verwirrt. Warum isst du nichts? Iss mir was. Und wo hungerst du noch? Wir haben übrigens jetzt auch in der letzten Folge sehr fleißig das Adamantit gesammelt. Das können wir jetzt zu Kichererbsen. Das können wir jetzt, das Erz können wir dann jetzt auch zu Barren oder zu richtigen Metall halt eben weiterverarbeiten. Und dann kann ich meine Werkzeugbank ein bisschen verbessern und mal gucken, was das überhaupt bringt. Wir machen es dann einfach mal, ne? Ups. Erstmal alles fleißig hier mitnehmen, was das Feld für uns zu bieten hat. So. Das nehmen, dann geben. So macht man das hier im Westen. Mist. Hat sich bewässert. Das dachte ich war schnell genug. Ich bin eine faule Sau. So. Kugeloberschiene. Nice. Königin der Nacht. Endlich. Wir haben eine Königin der Nacht geerntet. Die sind echt nervig ranzukriegen. Aber naja, I did it. So, ja, Tomaten, Rüben. Das ganze normale Zeug eigentlich so. Ne? Was keiner möchte vielleicht. Ja, okay. Bewässern. So, schönen Tag noch, liebe Pflanzis. Ja, wenn ich offscreen spiele, also ohne euch, dann sammle ich auch mal übertrieben viele Pflanzen ein, Samen, um dann auch möglichst viel in der Hinterhand zu haben. Siehe jetzt das Beispiel neulich mit der Gerste. Ist halt eben immer besser, das alles so auf der hohen Kante zu haben, falls man eine Quest kommt, die einem sorgt, dass man dies oder das mal doch gebrauchen könnte. Gut. Zack. So. War euch alles fresh? Ja. Mi. Ja, fein. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Ich beobachte gerade nebenbei meine Wachtel. Die machen wieder Blödsinn. Hallo, kleiner Jojo. Was schön große Liga. Ah ja, damit ich züchten kann. Da kann ich den Rest rausschmeißen. Ich bin so böse. So, bitteschön. Guten Appetit. Bei euch alles gut. Oh. Danke. Tschuck, tschuck, tschuck. So. Oh, du bist so süß, Darkheart, wenn du hungerst, was? Hier, bitte schön. Kriegst du dein Tierfutter? Hey, Maus. Nicht weglaufen, Maus. Du bist eine Kuh und keine Maus. So. Sehr schön, schönen Tag noch. Tschüss. Ihr könnt auch gerne rausgehen zum Spielen, wenn ihr wollt. So. Nicht gefällt euch das. Gut. Ja, wir nehmen jetzt Adamantit mal ran. Ah, nee, wartet. Mit dem Dünger, die Sache könnte ich auch nochmal machen. So,
Es gibt bestimmt auch hundertprozentig besseren Dünger. Ich weiß gar nicht, von wem ich gerade da ein Rezept dafür kriege, gegebenenfalls. Egal. So. Ich überlege gerade, das eine Adamantit-Stück braucht man noch. Ist es... Ich dachte, ich... Hatte ich... Oh nein! Ach nee, hier, das ist schon fertig, das Adamantit. Da, das war's. Okay, gut, dann gehen wir mal zum Doc. Bitten ihn, aus dem Erz richtiges Metall zu machen und dann im Nachhinein bitten wir ihn, uns einen besseren Werkzeugbanktisch, was auch immer, zu machen. Schauen wir mal. Oh, was haben wir hier wieder? Hallo. Lecker Mais. So. Hallo. Ich möchte was kaufen. Sowas in der Art zumindest. Wenn du noch was brauchst, dann bla bla bla. Hier. So, jetzt ist genau das, was ich brauche. Ich habe die Werkbank in deinem Haus ein bisschen verbessert, Yumi. Mal schauen, was du jetzt noch alles damit so basteln kannst. Ich kann deine Werkbank nicht weiter verbessern. Wenn du weitere Dinge herstellen willst, musst du die Pläne dazu finden. Das sollte dir ja nicht schwerfallen. So einfallsreich wie du bist. Oh, stop it, you. So, gucken wir mal, was die Werkbank uns jetzt so ermöglicht. Hallo, Werkbank. Boah, ein eleganter Tisch. Was? Eleganter Stuhl. Einfaches Bett. Altmodisches Bett. Einfache Kommode. Elegante Küche. Okay, da kann ich jetzt ein paar schickere Sachen machen. Aber irgendwie so richtig krass ist es irgendwie immer noch nicht, ne? Ich kann da mal zu Dwa gehen. Und schauen, ob er nochmal ein paar bessere Baupläne raushaut. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und er tut genau dies. Und ich überlege, was wir noch so machen könnten. Ich kann nochmal die ganzen Herren abgrasen. Nochmal allen ein bisschen was schenken. Und vor allem auch nochmal schauen wegen den ganzen einzelnen Quests. Da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal einiges zu tun. So. Hallo. Ich bin ein Einhorn. Okay, alles klar, Einhorn. Oh, Kakaoernte. Ich finde es witzig, dass sie sich hier nicht wohlfühlen, aber ursprünglich ja hier normal wachsen. Der ist zum Beispiel natürlich hier gewachsen, der Baum. Da denkt man sich ja, wenn die hier natürlich wachsen, ne, dann fühlen die sich wohl, aber dem scheint er nicht zu sein. Oder sie mögen vielleicht die Jahreszeit nicht oder so. Ist ja offiziell Winter, ne? Aber außer in Kellison merkt man irgendwo was davon. Das ist irgendwie voll dumm. Ja, okay, in seinem Jacke, aber da ist ja immer Winter. Selbst in Lebkuchen. Ist immer, was auch immer das für eine Jahreszeit sein soll. Herbst? Also, an sich beeinflusst die Jahreszeit ja wirklich auch helles Sinn, ne? Das ist sonst alles andere davon ausgenommen. Das ist irgendwie schade, aber auch interessant. Okay, nee, warte, stopp hier. Wie hieß nochmal? Ihr wisst schon, das asiatische Ding ist auch von den, Jahreszeiten beeinflusst. Ja, okay. So. Zwar können wir von dir etwas lernen. Das wäre wunderbar. Aber erstmal nehme ich den hier noch mit. Ich kann nicht anders, das tut mir leid. Juhu, Riesenzwiebeln. So, hi. Oh, du wolltest Werkzeug benutzen, um Feldarbeit leichter zu machen? Es ist Geheimnis zwischen uns, aber in deiner Axt, in deinem Hammer und deiner Angel noch schlummern besondere Kräfte. Nun, ich will schnell ein paar Tipps geben, aber du zuerst, wir bringen 5 Platin. Oh yeah, hin und her gelaufen, on the run. Aber 5 Platin klingt machbar. Besserer Hammer. Oh mein Gott, mit einem besseren Hammer, wo ich vielleicht nur einmal auf das Goldding draufschlagen muss. Das wäre super. Platin, 5 Stück möchte der. Oh ja, kann er haben. Nehmen wir mal mit. So, jetzt laufen wir nochmal hin und her. Das ist das ganze Hin- und Hergelaufe hier, ne? Das ist voll ätzend. Wir laufen mal von Hallo Hallo aus. Da sehen wir ein bisschen was anderes. Es gibt halt leider in der Nähe absolut keinen Teleportpunkt.
Das ist super ätzend. Nehme ich noch ein paar Muscheln mit. Ich spiele gerade immer noch, dass diese Kugeln leuchten, aber trotzdem den Schatten werfen. Also ich meine, sie sehen ja auch so aus, als ob sie halbwegs stark leuchten würden. Wenn das so ein leichtes Glimmen wäre, aber das ist ja schon so, leichte Kugeln leuchten mäßig. You know? So. Ein Typ, der random auftaucht und mir damit Angst macht. So. Dieses Schlicken immer macht mich wahnsinnig. So, wir sind gleich da, Leute. Ah, hi. Hier, bitteschön, hier hast du dein Dobre. Ich gebe dir Rezept und Werkzeug für bessere Materialien zum Sammeln. Wird sein harte Arbeit, aber Werkzeug fertig, du haben Bärenkräfte. Okay, alles klar. Kann ich gleich noch eine Quest annehmen? Erntegöttin, Erntegeräte, okay. Ich bin Diva von der Maulwurfsbrüderin. Es ist so dumm, immer zu dem zu laufen. So, was brauchen wir denn jetzt für die besseren Werkzeuge? Platin, ja okay, krieg mal hin, ne? Was soll's? Ja, Axt, ja, von mir aus. Oh no, ich hab kein Platin mehr für die Angelrute. Ja, krieg mal hin, ne? Was war denn nochmal Platin, ne? Nicht Titan. Da wollte... Oh, I forgot it. How could I dare? Titan? Nee, es war Platin. Platin wollte er. Warte mal, was wollte er nochmal? Platin. Okay, es war Platin. Es war Platin. Dann auf zum Dock. Dann machen wir noch die bessere Gießkanne. Ich bin hier sehr motiviert, das alles hier fertig zu kriegen. Ein Hin- und Hergerenne. Oh, bitte direkt was zum Mitnehmen. Warum auch nicht? Gelbe Margariten, dankeschön. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So, dann könnte ich auch mal meine Mutter mal wieder besuchen. Einen größeren Rucksack wird sie bestimmt nicht für uns haben. Schande über sie. Aber man kann ja mal so mal ganz kurz mal hingehen und sagen, ja, hier bitte erst einmal, keine Ahnung, einen Kohlkopf oder so. Da freut sie sich bestimmt drüber. Gute Mutti. So, ja, ein paar Steine. Von mir aus. Gold. Ich hab kaum Geld. Oh. Teuer. So. That's it. Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss, sagt Junior. Bisschen süßer. Kleiner. Fratz. So. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal Benny durch. Mal zu Sami. Und du bekommst, keine Ahnung, ich gebe jetzt einfach so eine wunderschöne weiße Aubergine. Oh, danke. Bitte, Mom. Bist die beste Mom. Meine Mom ist die beste Mom. Die beste Mom auf der Welt. Habe ich noch Kakao da eigentlich? Ich glaube, einmal Kakao müsste ich noch da haben, oder? Oh. Futtergras, ja, ja, well. Well, da war ja was. Ups. Ich bin nicht so toll. Ich vergesse das immer. So. Naja. Immerhin. Ich hab's gesehen. So. Habe ich denn noch. Hab noch Kakao bei mir? Ja, einmal. Perfekt. So, Benny. Oh, was haben wir hier? Kannst du das Casual-Zeug hier, rote Rübe? Na, ganz toll. Wo ist Benny? Sitzt ja bestimmt wieder total creepy in seiner Ecke im Haus. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Und wartet darauf, dass jemand reinkommt. Ja, er sitzt da in der Ecke und wartet darauf, dass jemand vorbeikommt und ihm einen Kakao gibt. So mache ich das auch immer. So, halten. Bitteschön. Danke, Junge. Es freut mich wirklich sehr. Bitteschön. Alleine die Weite des Landes macht keinen Sinn zu dem, was es ist. Selbst die Tiere sind faul und glücklich. Das ist ja wunderbar, dass die Tiere faul und glücklich sind. Herzlichen Glückwunsch.
Schade, ich dachte, wir kriegen vielleicht nochmal irgendwie eine kleine Szene oder sowas. But no. Hi. Was für ein schöner Tag, um draußen zu sein. Den Rentieren würde jedoch niedrige Temperaturen besser gefallen. Die armen Rentiere. Die brodeln ja hier in der Hütte. So. Kriegst ja dein Lieblingsgeschenk. Oh wow, danke, ein Geschenk für mich. Oh, Sami, ne? Den rumzukriegen ist ein bisschen kniffliger, glaube ich. Der ist anspruchsvoll. Auch hier diese gepanierten Trüffel. I mean, excuse me. Das ist schon ein bisschen schwierig ranzukommen, finde ich. So. Gut, gehen wir nochmal zu Yami. Ich hatte irgendwie, wie gesagt, die Hoffnung gehabt, dass wir es schaffen, irgendwie nochmal irgendein Event zu triggern heute. But now. Nothing. Nothing. So. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Wir haben vor allem nur ein Bett. Ich hab nur ein Bett. Wieder einmal viel mit den nötigen Zutaten. Was? Sie haben hier schon wieder was? Wirklich? Was für mich tun? Tausend Dank. Darf ich dich um zwei Abendmais bitten? Danke vielmals, Junge. Da will ich zwei. Was? Da will ich schon wieder was? Für was? Ich wollte eigentlich so einfach mal so, ja, rede noch weiter, bla 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 machen, aber er hat anscheinend wieder ein ernsthaftes Anliegen. Abendmais? Für was denn? Offenbar fehlt das Material, Erforschung, neues Tierfutter. Krasser Typ, ey. Abendmais, besitzen wir so etwas? Wir gucken mal. So, So, ich sortiere mal generell gerade mal ein bisschen was ein. Ja, von mir aus die Kokosnüsse, ja, große Muschel, ja. So, Abendmais, besitzen wir so etwas? Das sieht Futtermais, Mais. Süßmais, Abendmais, haben wir sogar. Gut, Yamir, dein Glück, mehr Futter. Mal gucken, ob wir ihn noch rechtzeitig erwischen. Nicht, dass er vorher ins Bett geht. Wie spät haben wir es denn? Oh, 6 Uhr abends. Kriegen wir hin. 18 Uhr. Das ist noch früh, noch sehr früh sogar. Muss ich hier wieder durch die Wüste stopfen, ne? Ich werd wahnsinnig. Kann ich gleich mal gucken, ob ich hier noch Königin der Nacht finde, ne? So, nördlich der Wüste sind die halt meist. Schauen wir mal, ob die spawnt. So, lieber Yamir, kriegst du jetzt einen lustigen Abendmais? Hey! Bitteschön! Juhu, Rezepte für Schonfutter, was auch immer Schonfutter ist. Die Sonne brennt heute mit aller Macht. Dude! Es ist abends, ist schon fast Nacht. Hier brennt gar nichts. Hier brennt gar nichts, ja, mir. Und ich bin schon wieder ziemlich am Pupser. Hab ich was Erfrischendes dabei? Nee, hä? Nur normales Essen. Na gut. Ich möchte gucken, ob wir noch Königin der Nacht finden können. Deswegen. Königin der Nacht ist auf jeden Fall in der Suche drin. Scheint aber nicht da zu sein, ne? Wird nicht angezeigt. Ja, ist immer schwierig, daran zu kommen, irgendwie. Voll super Dovi. Hm. Vielleicht kommt sie ja noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr sie auftaucht. Ich habe das Gefühl, immer trotzdem irgendwie gerade so. Da. Jetzt wird sie angezeigt. Jetzt wird sie auch hier angezeigt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Sie wird aber vermutlich. Sie erscheint erst, wenn man sie sucht. Ich habe keine Ahnung. Da. Wo ist er? Da. Müsste eigentlich auch zweimal hier sein. Theoretisch. Habe ich jedenfalls gelesen. Königin der Nacht. Ist sie nochmal da? Nö. Okay. Dann ab nach Hause, noch alles anpflanzen und dann mal gucken. Wegen dem Schonfutter vor allem. Schonfutter. Gras und Milch. Okay. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oh, gibt es auch verschiedene Stufen vor allem. Mais und Milch. Futtermais. Ich weiß gar nicht, was das Schonfutter so wirklich macht, aber es ist da und ich bin glücklich. So. Was haben wir denn alles? Ja, krass. Sehr wichtig. Dann würde ich jetzt auch nochmal gezielt schauen, was wir noch für Aufträge haben. Ich meine, bei den Herren mit Einschleim ist das sowieso klar. Oh. Ist sie gerade fertig gewachsen? Die ist gerade fertig gewachsen, kann das sein? Die Königin der Nacht ist gerade neben mir so aufgeploppt. Crazy. Ich meine, sie ist ja vermutlich Nachtblüherin eventuell. Kann sein.
44 Ananas und Rubis und noch mehr Rubis und Spargel. Warum habe ich so viele Casual-Sachen hier? Ich weiß es nicht, sagt es mir. Meine Energie ist fast leer. Na egal, gehe ich jetzt ins Bett. Egal, wie viel Saatgut ich noch habe. Wie viel habe ich denn noch? Na okay, noch zweimal. Ah, na, einmal Königin der Nacht möchte ich noch anpflanzen. Na, den Hibiskus auch noch kommen. Das halbe Herz wird doch noch reichen. Wow, ich lebe am Limit. So, ich kann mich einfach auch statt zu laufen nach Hause teleportieren und ab ins Bett. So macht man das. Tschick. Ah, gut. Klang, klang, klar, klar, klang. So. Danke. Die Anzeige ist immer so lange da. Das irritiert mich selbst immer voll. So, na Pupsi? Nochmal die Angel machen, ne? Die habe ich noch gar nicht gemacht. Hatte ich ganz vergessen gehabt. So, ja, rein damit, rein damit. Goldbandlilie. Und zweimal Königin der Nacht. Behalte ich mal soweit erstmal. Mal noch Faust. Oh, kann ich theoretisch mal verkaufen? Warte mal, ist da Platin dabei? Nee, hä? Nee, gut. Königin der Nacht ist, glaube ich, hier nicht dabei, ne? Steht auch neu daneben. Nee, kann ich direkt, denke ich mal, wo abgeben. Wir gucken mal ganz kurz auch mal die Quests durch. Der Kaschmir. Dorade. Felsgänseblümchen. Muss ich mal gucken. Königin der Nacht, Stockrosen. Für Malaika. Mach mal. Romanesco geben wir auch ab. Komm, nehmen wir nochmal den Romanesco mit. Den habe ich doch bestimmt auch irgendwo, oder? Da! 4 Stück. Alles klar. Gut. Das war's auch schon mal jetzt von der heutigen Folge. Ich werde jetzt hier halt eben noch ein bisschen herum, hin und her rennen. Oh, noch ein neuer Auftrag. 2 Gold. So, Dieter möchte 2x Gold. Na, ganz wunderbar. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen hin und her rennen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Yumi, Let's Play Harvest Moon, eine Welt. Danke fürs Zusehen. Tschüss.